Das Folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Pokémon nicht ersetzen soll. Pokémon gehört allen Pokémon Company und Satoshi Tajiri. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Also, fangen wir an mit dem dritten Pokémon-Film. Ash, kannst du dir bitte vorstellen? Im Bann des Unbekannten. Ganz ehrlich, Ash erinnert mich hier an eine gewisse andere Show. Die Grenze zwischen Dichtung und Wahrheit ist für uns oft unsichtbar. Zu Anfang möchte ich sagen, warum zum Teufel konnte ich keine Donphan-Rutsche haben? Das wäre das Coolste überhaupt gewesen. Aber, mal abgesehen von meinen zerstörten Kindheitsträumen, Molly hört eine Geschichte von ihrem Vater über die Cognito und Entei. Sie findet Entei total cool und ihr Vater erinnert sie an Entei. Dann macht der Entei nach. Ja, ich frag mich, wohin das führen wird. Wie dem auch sei, Papasan muss dann los, weil sein Team Hinweise zu den Inkognito gefunden hat. Anhand der Bilder in ihrem Zimmer sehen wir auch, dass sie mit Kid Ash unterwegs war. Das wird Serena wohl gar nicht gefallen. Papasan kommt dann an und trifft auf die CGI-Pokémon, die machen sogar mir Angst. Und er wird in ihre Dimension gezogen und verschwindet. Molly erfährt dann davon und möchte Detektiv Conan-mäßig selbst was darüber herausfinden. Und sie ist wohl der einzige Mensch auf dem Planeten, der diese Dinger lesen kann. Aber mal im Ernst, das ist wirklich echt traurig. Sie wünscht sich einfach nur mit Mutti und Vati zusammen zu sein. Die Inkognito tanzen dann und nehmen Molly gefangen. Okay, die Dinger sind zwar super gruselig und so, aber können wohl Wünsche erfüllen. Denn Papasan wird zu Entei, glaube ich jedenfalls. Entei spielt auf jeden Fall die Rolle ihres Vaters. Und wir schauen mal, was unsere Truppe so macht. Schritt für Schritt setzen Ash, Rocko und Misty ihre Pokémon-Reise fort. Oh Gott, vielen Dank Pokémon Company dafür, dass wir keinen Tracy mehr haben. Redet ihr über mich? Ash und Co. treffen dann auf eine Trainerin, die einen Griffel auf der Schulter trägt. Beste Trainerin überhaupt. Best Boy Kanimani bekommt also einen Fight und zeigt seine Ultra Instinct Dance Moves. Entei wird von einem Regenbogen fertig gemacht, Shiny Noctus Hammer wagt es dann auch, das beste Pokémon of all time fertig zu machen und Best Boy Bulba ist dann nicht mehr so Best Boy, weswegen Feuerregel das ganze viel regeln muss. Pikachus Donnerblitz funktioniert dann bei Morlott nicht, obwohl das ja in der Vergangenheit bei Pokémon-Filmen ganz gut geklappt hat. Der Kampf endet hier in einem Doppel-KO. Dann gibt's was zu futtern und Misty verrät uns, warum Ash immer wieder die Liga verkackt. Das war Ashs fünfter Kampf in dieser Woche, seine Pokémon sind schon ziemlich fertig. Wenn wir danach gehen würden, dann müsste Ash im Anime schon 120 Jahre alt sein. Wie dem auch sei, sie sind auf dem Weg nach Greenfield, wo alles anscheinend wunderschön ist. Greenfield soll eine wunderschöne kleine Stadt sein mit wunderschönen Gärten und einem wunderschönen Berg mit einem wunderschönen Herrenhaus auf dem Gipfel. Ja, in Greenfield ist alles wunderschön. In Greenfield ist alles wunderschön, ja? Ja, Rocco, wie du fünfmal hören konntest, ist Greenfield nicht so kacke. Aber ja, wie es aussieht, wurde Greenfield zu einer Stadt in Kalos. Team Rocket ist auch zufällig hier, aber wir ignorieren sie wieder. Spencer, der Vater von Molly, ist auch ein Schüler von Professor Eich gewesen, wie wir von Tracy erfahren. Danke dafür, schön ihn wiederzusehen, ich hab ihn vermisst. Molly, die im Kristallpalast ist, sieht, dass Ash und seine Mutter da sind, deswegen befiehlt sie Entei, sie zu entführen. Er hat Miss Ketchum hypnotisiert und mitgenommen. Eine ganz normale Familie eben, ein Pokémon, entführte Frau und ein Kind, was in einem komischen Kristallpalast lebt. Damit schalten wir live zur Glurak Sklaven Ranch, wo ein ganz bestimmtes Glurak Ash in den Nachrichten sieht. Den Bulldozer wird Molly dann ohne Probleme ab, damit sie weiter den Stream schauen kann. Sie skypt dann auch mit Eich und sagt, dass sie abdüsen sollen. Ash bekommt dann von Griffler im Pokécom sogar das neue Modell mit spezieller Kamera. Zusammen mit Rocko und Misty geht er dann in den Palast. Team Rocket wird abgeballert und fliegt auch irgendwie rein. Ash klettert dann mit Rankenhieb hoch und Misty erstickt ihr Togepi in ihren Beutel. Miss Ketchums Hypnose wird durch das Sehen von Ash gebrochen, aber sie spielt weiter mit, um nicht aufzufallen und zu verhindern, dass Entei sie tötet oder so. Das hätte ich jedenfalls in der Situation gemacht. Professor Eich findet dann heraus, dass die Cognito im Grunde so wie Dragon Balls funktionieren, deswegen die ganze Aufmachung hier. Ash und Co. spülen sich dann in das Haus rein. Sie gehen die Treppe vom Haus hoch und landen in einem anderen Land. Ganz natürlich halt. Team Rocket findet dann die Cognito und hat dazu einen ziemlich geistreichen Kommentar. Die sehen aus wie Buchstabensuppe, bloß ohne Suppe. Molly wird dann Pokémon-Trainerin und macht einen Timeskip. Und ich bin sehr froh, dass Rocko ihr keinen perversen Kommentar gedroppt hat. Er kämpft nämlich normal gegen sie. An dieser Stelle in Ehren-Rocko. Sein Zubat verliert dann gegen Vati. Wer hätte das gedacht? Das ist ein Meisterschachzug von ihr gewesen, Rocko. Und sie setzt dann Teddy Ursa ein. Und ja, Rocko. Ein süßes Pokémon für eine süße Pokémon-Trainerin. Okay, das kann man noch verkraften. Das ist noch ein normaler Kommentar. Er verliert wieder und holt dann Urgestein Onyx raus. Aber ja, ihr Funfee ist irgendwie auf Steroide und haut Onyx weg. Dann taucht ihr Bewusstsein bei Misty und Ash auf. Weil Misty Arenaleiterin ist, obwohl sie so jung ist, wird Molly jünger. Und sie kämpfen unter Wasser. Ja, Plot. Goldini scheißt rein. Was für eine Überraschung. Und hey, Mauzi hat wieder einen Hammer-Kommentar am Start. Ja, dass wir im nächsten Film größere Rollen kriegen. Ash kommt bei seiner Mutter an, Molly erfährt die Wahrheit und wird sauer. Und weil Ash seine entführte Mutter entführen will, fordert Entei ein 1 gegen 1 ohne Beißen. Kanimani in Feuerige scheißen dann rein, Pikachu nimmt es dann mit Entei auf und wird von Ash gerettet, der gestürzt ist und gestorben ist. Ende. Nein, Spaß, Glurak ist am Start und rettet ihn. Und danach wird er nochmal von Team Rocket gerettet. Irgendwie hilft Team Rocket in jedem Film Ash und Co., aber Mauzi hat auch dafür einen guten Grund parat. Wenn dir was passiert, sind wir auf einen Schlag aus dem Filmgeschäft raus. Und übrigens, ehren Glurak in die Kommentare für Glurak, der sich einfach mit dem legendären Pokémon Entei boxt. Keiner hat größere Dracheneier. Ach nee, warte mal, der hat ja nicht den Drachentyp,
Ja, dann eben doch nicht. Ente hätte dann Glurak getötet, aber Molly hält es auf. Molly will dann mit ihnen gehen, um an Pokémon-Kämpfen teilzunehmen und in der Realität zu leben. Ente macht dann einen Abgang, weil sie nun wieder in die Wirklichkeit möchte, doch die Inkognitos scheinen das nicht so zu sehen und machen Stress. Glurak versucht dann die Barriere der Inkognito zu brechen, aber bekommt aufs Maul. Pikachu hat auch keinen Erfolg und auch zusammen klappt das nicht. Doch keine Sorge, Papa Ente ist der Meister, um sie zu retten. Okay, da die Kraft von Freundschaft und Anime nicht ausreicht, müssen wir was anderes machen. Aber da das hier ein Pokémon-Film ist, ergibt das sowieso keinen Sinn. Also hör zu, Molly. Glaub an mich oder irgendwie sowas in der Art und ich, keine Ahnung, bomb die Viecher weg. Das ist der einzige Plan, den wir haben und ich denke, den Schreibern wird nichts Besseres einfallen. Also, da die Kraft von Freundschaft und Anime nicht gereicht hat, kommen diesmal Träume dazu und Molly gibt Ente einen Boost in EVs und DVs, weswegen er die Barriere bricht. Und ja, er macht dann einen Abgang. Wisst ihr, ganz ehrlich, Lugia hat mich nicht wirklich gekratzt, aber Ente war schon wirklich ein Ehrenhund-Löwe-Pokémon. Ich weiß nicht. Alles sieht wieder normal und die Inkognito lassen Spencer frei. Togepi darf dann auch wieder Luft holen. Team Rocket sieht dann das Ende des Films auch positiv. Wen kümmert's da, dass wir diesmal bei der Pokémon-Jagd versagt haben? Nächstes Mal bekommen wir wieder eine Chance zu versagen. Und ja, am Ende sehen wir dann Mollys Mutter, die wieder da ist. Und ich weiß auch nicht warum, aber das war der dritte Pokémon-Film, Freunde. Also, ein weiterer Teil Pokémon-Minuten wäre geschafft. Ich bedanke mich natürlich wie immer für den großen Support auf diesem Kanal hier mit dieser Videoreihe. Wie immer schreibt mir euren Lieblingsmoment von diesem Film in die Kommentare rein. Ich weiß, ist ein bisschen kürzer gewesen bei dem Film, war dann doch nicht so viel Inhalt drin, wie ich das in Erinnerung gehabt hatte. Wenn ihr den nächsten Part sehen wollt, ich meine, der nächste Film ist der vierte und zwar Celebi, dann würde ich sagen, auf das Video hier 6000 Likes, dann gibt es nächste Woche den nächsten Part. Wie immer würde ich mich hier sehr, sehr stark freuen über ein Abo auf den Kanal, weil ich habe den Kanal rehabilitiert und ihr wart einfach mega, mega, mega stark und mega korrekt. Also der Kanal funktioniert, wie ich finde, aktuell sehr cool. Deswegen vielen Dank dafür. Ich bin damit raus. Wünsche noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.